Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf schau.tv. Das ist die wöchentliche Sendung des unabhängigen Nachrichtenmagazins Profil. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur und diskutiere mit Clemens Neuhold, bekannt aus Funk, Film und Fernsehen, einer der Autoren der dieswöchigen Titelgeschichte. Hallo Clemens. Hallo. Du hast gemeinsam mit der Christa Zöchling eine große Geschichte geschrieben, beziehungsweise sie ist noch in der Endfertigung und es geht um die Sozialdemokratie. Die Geschichte, wenn wir ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, ist über lange Wochen geplant gewesen, unter anderem, weil 1. Mai immer ein guter Anlass ist und dann kamen uns jetzt noch einige Anlässe zu Pass, wie man so schön sagt. Einerseits die Wirbel rund um Hans-Peter Doskozil, den burgenländischen Landeshauptmann, der sehr öffentlichkeitswirksam in einem persönlichen Brief, der natürlich öffentlich gespielt wurde, seinen Rückzug aus den Vorstandsgremien, aus dem Präsidium der Sozialdemokratie dargestellt hat. Und andererseits die Troubles, die Schwierigkeiten mit MAN in Steyr, klassische sozialdemokratische Arbeiterhochburg, aber so richtig scheint, dass dort alles nicht zu funktionieren. Jedenfalls große Titelgeschichte in der kommenden Ausgabe vom Profil, die es am Samstagmorgen als E-Paper gibt, übrigens als Printausgabe erst am Montag, der am Samstag ja Feiertag ist. Wie habt ihr oder wie haben wir die Geschichte angelegt? Wir haben uns eine zentrale Frage gestellt. Warum kann die Sozialdemokratie nicht stärker profitieren von einem Umfeld, in dem es ihre langjährige Hauptkonkurrentin, die FPÖ, um die Stimmen der Arbeiter zum Beispiel, siehe MAN auch, es nach dem Ibiza-Video gerade mal zu zerreißt, in weiterer Folge dann auch die ÖVP und die Grünen in der Regierung erstmals durch das Corona-Missmanagement einen massiven Gegenwind haben und dieser Höhenflug, der Sebastian Kurz einmal sicher gestoppt ist, wenn nicht gebrochen, das wird die Zukunft zeigen. Dazu kommen noch die Schmuddelchats und so weiter, also korruptionsnahe Probleme, die es hier gibt. Eigentlich ein Umfeld, wo die Sozialdemokratie eigentlich als größte Oppositionspartei wirklich punkten könnte. Dazu kommt, in der Corona-Pandemie ist der Sozialstaat gefragt wie nie. Also Warum gehen Sie da nicht in lichte Höhe? Genau. Die Umfragen, wenn wir das ein bisschen rekapitulieren, sprechen genau von dem, was du gerade angedeutet hast. Die Volkspartei verliert ein wenig, aber nicht sehr viel, liegt ungefähr zwischen den beiden Wahlresultaten der vergangenen beiden Nationalratswahlen, also verliert sehr wenig. Die Grünen haben von oben runtergerechnet 25% verloren, also vielleicht 3 Prozentpunkte. Und die Sozialdemokratie kann nichts gewinnen. Stattdessen legen die Neos zu und die FPÖ legt wieder zu. Obwohl so viele Möglichkeiten eigentlich da wären, auch in dieser Pandemiezeit, in einer Zeit, wo es um medizinische Expertise geht, mit einer Parteichefin, die ja prädestiniert als Ärztin ist, dafür hier jetzt zu punkten und zu zeigen, warum es wirklich geht. Gelingt nicht. Nur Ärztin vielleicht das Beispiel, die Grünen haben ja nicht vollkommen zufällig den Arzt Mückstein genommen, der jetzt in der ausgehenden Pandemie möglicherweise da den Bonus des Arztes ausspielen kann. Der Parteichefin der Sozialdemokratie scheint das nicht zu gelingen. In der Parteizentrale Löwelstraße wird schon das Plus in Umfragen von 21%, das war das letzte Wahlergebnis 2019, also ein historischer Bauchfleck, auf jetzt 24% abgefeiert, als wäre sie quasi schon wäre das Comeback schon gelungen. Also würde sie schon Richtung Kurz aufschließen, was natürlich bei weitem nicht der Fall ist. Das Grundproblem ist wahrscheinlich, dass die Partei und die Parteiführung weder Fisch noch Fleisch sind. Also Randy Wagner war ja von Anfang an angezählt. Sie war eine Kompromisskandidatin, die Quereinsteigerin, die nie so richtig Fuß gefasst hat, die aber zu kämpferisch und wirklich zäh und wirklich fleißig ist, das attestieren ja auch ihre größten Kritiker, um sich wirklich absägen zu lassen. Das heißt, sie hat sich etabliert. Es ist bewundernswert, eine Zeit lang dachte man, Dead Woman Walking hat sich nach dieser Umfrage, dieser Abstimmung erholt also bewundernswert, also, auch wie sie das menschlich schafft. Wenn man so, wir haben natürlich wochenlang in die Parteien reingehört, es gibt kaum jemand, der sagt, sie ist wirklich unsere Frau an der Spitze, sie wird uns wieder ein Comeback zeigen. Es gibt jene, die sagen,
das wird überhaupt nichts mehr, das kann nichts mehr werden. Dann andere sagen, ja, super, sie hat sich erfangen und jetzt könnte es was werden. Aber so richtig geliebt, so richtig zutrauen tut mir das nicht. Aber sie hält sich und sie ist wirklich weiter für Überraschungen gut. Mhm. Das Zweite ist thematisch. Du hast das angesprochen. Wenn man an die SPÖ denkt, denkt man an Randy Wagner, eine ausgewiesene Expertin, die selber getestet hat, die jetzt auch selber impfen wird, die einfach alle Details sehr gut kennt und sehr viele Vorschläge gebracht hat, die auch die Regierung dann übernommen hat. Mhm. Aber was ist, wenn die Pandemie vorbei ist oder abebbt, wenn das Licht am Ende des Tunnels doch ein bisschen hell wird, wir vielleicht schon eine Impfung dann haben in ein, zwei Monaten, Urlaubspläne machen und die Wirtschaft wieder ein bisschen raufgeht. Wofür steht die Sozialdemokratie dann? Wofür steht sie dann? Ja. Mhm. Ja, also das ist das eine, ich weiß nicht, ob unsere Seherinnen und Seher das beantworten können. Was fällt Ihnen in der Sekunde ein? Mhm. Ja, wenn man das einmal wegnimmt, ja. Was Schwierig. Ist das eine Ding? Ja. Das war der Punkt, auf den Doskozil hin wollte. Er hat sein Modell, das fährt er, damit macht er seine 50%. Absolute Mehrheit im Burgenland. Ja. Ja, das ist eine ganz klare, sehr linke Sozialpolitik mit Mindestlohn, 1.700 Euro, pflegende Angehörige anstellen. Auf der anderen Seite klare Kante bei Integration. Integration vor Zuzug und keine Kinder aus Lesbos aufnehmen. Das ist irgendwie das dänische Modell. Dänische Sozialdemokratie ist dort in der Regierung in Umfang weit über 30%. Randy Wagner steht für eine urban-liberalere Linie, aber nicht so klar, dass man weiß, was das jetzt für ein Modell ist. Außerdem ist sie da sehr in Konkurrenz mit den Grünen. Das wollte ich gerade sagen, mit den Grünen, ja. Auch mit den Neos, vielleicht sogar ein wenig mit den Türkisen und immer natürlich mit der FPÖ, die ja stark zugelegt hatte, lag bei unserer letzten Umfrage, also vor zwei Wochen, bei 19%, wird bald über 20% kommen. Völlig egal, wie jetzt Kickl mit Hofer streiten, was mit Strache ist. Spielt offensichtlich keine Rolle. Um wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir überlegen ja am Freitag immer, wie gestalten wir das Titelblatt und was wird die Zeile sein, die nicht nur uns jetzt als Journalisten und Journalistinnen interessiert, also nicht nur das engere Umfeld, sondern alle unsere Leserinnen und Leser. Und derzeit ist so die Überlegung ein bisschen der Satz, wer braucht die SPÖ noch? Wofür steht sie? Und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil derzeit schaut sie ja ein wenig anders aus. Du sagst, nach der Pandemie, warum wird es gehen? Und da geht es ja möglicherweise dann eher genau um die grünen Themen, die Ministerin Gewessler zum Beispiel in der vergangenen Woche sehr hoch gespielt hat, im Anschluss auch an die Pressestunde. Also grüne Themen, Klima und so weiter und das gepaart mit der Volkspartei. Wird sehr spannend im Übrigen zu sehen, wie das funktionieren kann. Nicht so völlig anders wie das, was in Deutschland gerade abgeht. Wir bekommen doch sicherlich auch ja immer wieder Anfragen aus Deutschland. Dann wie kann denn das funktionieren? Eine konservative Partei, in dem Fall wäre es in Deutschland CDU, CSU, mit den Grünen. Und die Grünen liegen in Deutschland knapp vor der CDU, CSU, SPD-Verzeihung auch abgeschlagen. Also diese Themen wird wiederum nichts mit der Sozialdemokratie zu tun haben. Und weil du den Kurs von Hans-Peter Doskozil in der Migrationsfrage angesprochen hast, wie immer man dazu steht, der hatte zumindest einen Kurs. Die Sozialdemokratie als solche hat sich da nicht entschieden. Auch nicht in diesem neuen Doppelpassspiel, das ja ein bisschen funktioniert mit dem Wiener Bürgermeister Ludwig und Pamela Rendi-Wagner. Was da jetzt wirklich in der Migrationsfrage die Zukunft ist, sieht man nicht. Weiß man nicht. Ich habe so eine These, dass es, wenn du Volkspartei sein willst, brauchst du in dieser Frage, in dieser wirklich entscheidenden Frage der Migration, die in alle Themen reinspielt, brauchst du so ein gewisses Sockelvertrauen. Auf diesen Sockel kannst du aufbauen. Das hat Kurz gezeigt, er ist damit Kanzler geworden. Er hat das Thema breitest besetzt, ist da voll reingefahren, hat da so ein Grundvertrauen und dann hat er auf das noch weiter aufgebaut. Hans-Peter Doskozil, da weiß man, wofür er steht. Auf das baut er dann diese sozialpolitischen Dinge auf, die auch wieder sehr populistisch teilweise, aber konkret umgesetzt werden. Und das geht sich dann aus wieder, um in die Breite zu strahlen. Randy Wagner hat dieses Grundvertrauen bei diesem Thema nicht, weil sie dazu einfach schweigt. Das ist nicht ihr Thema. Ich wage zu bezweifeln, dass sie die Lebenswelten des führenden Einwanderungslandes in der EU einfach so nicht mehr kennt. Also sie ist, glaube ich, da ein bisschen zu weit weg davon und hat zu wenig Signale, die auch rückmelden aus dem Milieu. Also das ist einfach eine sehr akademisch geprägte Partei mittlerweile,
wo, was absurd ist eigentlich für eine Sozialdemokratie, aber wo zu wenig Kontakt zu dem, was einfach abgeht auf der Straße um dem Gemeindebau. Was man in Wien ja auch immer gesehen hat, im Kampf um den Bürgermeistersessel zwischen Ludwig und Schieder damals. Ja. Ludwig das Ohr näher beim Volk hat und damals auch eine Einwanderungspolitik gehabt hat, die sich jetzt ein bisschen von dem unterscheidet, was er jetzt macht. Aber im Wahlkampf war Schieder genau das, was du sagst, dieses Akademische, ohne wirklich zu sehen, was in Favoriten oder in anderen Migrationsbezirken abgeht, während Ludwig klug da auf eine andere Karte gesetzt hat und jetzt eher wieder etwas nach links rückt. Genau. Und das heißt, das wird sie nicht bieten können oder bieten wollen, muss auch nicht sein, aber was ist da der Rest? Also die große Sozialfighterin, die Eat the Rich, im Eat the Rich-Modus jetzt auch die Vermögensteuer durchtrommelt, nimmt mir auch nicht so recht ab. Auch wenn sie sich jetzt wieder, da kommt das Kämpferische bei MAN, wirklich ins Zeug wirft und dort auftritt. Sie war mit Gersdorf jetzt dort, der oberösterreichischen SPÖ-Chefin, und wirklich sich sehr ins Zeug wirft. Das ist wieder die andere Seite. Also ich kann nicht sagen, wer sie in einem Jahr dann ist, aber so schwer wird es absolut in dieser Gemengenlage. Eigentlich spannend, dass der amerikanische Präsident jetzt in den Programmen, die er verspricht oder die er umsetzen will, wirtschaftspolitisch links ist von dem, was die österreichische Sozialdemokratie macht. Dort, weil du es angesprochen hast, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, damit geht er massiv jetzt ins Rennen, auch um die Folgen, die ökonomischen Folgen der Krise abzufedern und um Geld abzuholen. Clemens, vielen Dank für das gemeinsame Diskutieren. Ja. Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, danke, dass Sie bei uns waren. Wie gesagt, Profil E-Paper ab Samstagmorgens und die Printausgabe mit einer Titelgeschichte über die Sozialdemokratie. In diesem Fall, weil Samstag Feiertag ist, erst am Montagmorgen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.